Herr Präsident, wir sitzen hier in Kharkiv. Sie waren den ganzen Tag draußen und die Stadt wird ständig beschossen. Tag und Nacht. Drohnen, Bomben, Gleitbomben. Das erinnert mich persönlich an den Beginn des Krieges. Will Putin Kharkiv um jeden Preis erobern? Ich danke Ihnen für Ihre Frage. Das war schon immer eines von Putins Zielen. Der Osten der Ukraine, einschließlich des gesamten Donbass, der Region Luhansk, der Region Donetsk und auch Kharkiv. Das ist symbolisch, wenn man sagt, dass Kharkiv die erste Hauptstadt der Ukraine war. Es ist ein großes Ziel, denn wenn man genau hinschaut, hat er seit Beginn der Invasion keine einzige regionale Hauptstadt erobert. Seit 2022. Er war nicht in der Lage, ein einziges Zentrum einer Region zu erobern. Und Kharkiv ist ein Ziel für ihn. Natürlich hat er Mariupol erobert, Melitopol, Berdjansk. Ja, aber wenn wir uns die Hauptstädte der Region ansehen, dann hat er keine einzige von ihnen erobern können. Und er wird es auch nicht schaffen, da bin ich mir sicher. Und Kharkiv ist ein sehr wichtiges Ziel für ihn. Trotzdem möchte ich nicht, dass wir das Psychospielchen der Russen mitspielen. Denn es gibt ja viele Informationen darüber, dass er die Gebiete erobern will und es ihm auch gelingen wird. Aber es gibt einen großen Unterschied zwischen dem, was man will und dem, was man erreichen kann. Wir tun alles, um zu verhindern, dass dies geschieht. Aber warum sind Sie so sicher, dass Putin es nicht schaffen wird? Ich meine, er mobilisiert eine große Anzahl von Truppen. Er hat viele Waffen, die sehr präzise ihre Infrastruktur, ihre Kraftwerke, ihre Gaswerke zerstören können. Kann das am Ende über den Ausgang des Krieges entscheiden? Es ist schon ein ernsthafter Einfluss auf diesen Krieg, seinen Wunsch zu zerstören, und zumindest ist das sein Wunsch, die gesamte Ukraine zu übernehmen. Das stimmt. Angriffe auf die Strominfrastruktur sind definitiv schmerzhaft für unsere Bürger und ein großes Problem für unseren Staat. Und er führt diese Angriffe tatsächlich durch. Die Luftabwehrsysteme der Ukraine sind in der Tat unzureichend. Und das funktioniert so: Man wird beschossen und man muss sich verteidigen. Putin versteht nur Gewalt. Und wenn er das Gefühl hat, wie ein Tier, dass man sich nicht verteidigen kann, dann zerstört er immer weiter. Und wozu? Damit die Menschen aus dieser oder jener Stadt fliehen. Und warum muss er das tun? Er will die Welt ja nicht völlig einschüchtern. Er weiß, dass er sehr vorsichtig sein muss, wenn Menschen in der Stadt sind. Denn er weiß, dass, wenn er die ganze Stadt zerstört, Zehntausende, Hunderttausende sterben werden. Und davor hat er Angst. Er hat Angst davor und deshalb schlägt er zu. Er schüchtert mit Informationen ein. Er schüchtert mit Strom- und Wasserunterbrechungen ein, damit die Menschen die großen Städte verlassen. Das war von Anfang an in vielen Städten der Fall, auch in Kiew. Für ihn war es wichtig, diese Panik zu verbreiten. Wenn alle weg sind, fängt er an zu zerstören. So wie er es mit Mariupol und Avdijivka gemacht hat. Er zerstörte alle Gebäude, alles Leben, alles, um in die Stadt oder das Dorf zu gelangen. Sie haben erst diese Woche gesagt oder gewarnt, dass die Ukraine besiegt werden könnte, wenn die Waffenlieferungen aus den USA dauerhaft eingestellt würden. Wie genau würde eine Niederlage in der Ukraine aussehen? Zunächst einmal Luftabwehrsysteme, das ist die Nummer eins. Zunächst einmal, um uns selbst zu verteidigen, die zweite Sache sind Waffen, die den russischen Waffensystemen entgegenwirken können. Er hat Artillerie und heute erreichen sowohl die S-300 als auch die Artillerie Kharkiv, wo wir uns gerade befinden. Wenn er aus einer Entfernung von 40 oder 100 Kilometern zuschlägt, haben wir nicht die Waffen, um zu reagieren. Aber wir müssen reagieren, zumindest auf die Systeme, von denen aus er feuert. Er feuert S-300 ab. Glaubt er, wir wüssten nicht, wo es ist? Wir wissen, wo es ist. Und er kann von Glück reden, dass wir noch nicht über die entsprechenden Systeme verfügen, um seine Waffen zu zerstören. So viel zur Verteidigung von Kharkiv. Wir wissen, wie viele Systeme er in der Nähe der Region Kharkiv hat. Wir können sie vollständig zerstören. Wir brauchen nur die richtigen Waffen dafür. Aber was würde passieren, wenn sie diese Systeme nicht bekommen und die Ukraine diesen Krieg verlieren würde? Er wird alles zerstören. Er wird eine Menge Menschen töten, Hunderttausende. Die Menschen werden nicht weglaufen, die meisten von ihnen jedenfalls nicht. Und so wird er eine Menge Menschen töten.
Wie wird es also aussehen? Eine Menge Blut, viele Tote, eine Menge Verluste. Wir sprechen hier von Hunderttausenden. Herr Präsident, Sie haben zwei Kinder. Ihr Sohn ist 11 Jahre alt. Fragt er Sie manchmal, Papa, wann ist dieser Krieg zu Ende? Wie jeder andere auch, aber er stellt diese Frage nicht auf diese Weise. Er fragt, wann werden wir gewinnen? Und das ist die Essenz dessen, was er fühlt. Er ist 11 Jahre alt. Ja, wann werden wir siegen? Er will gewinnen wie ein Kind. Er will mich sehen und er versteht, dass solange wir... Aber ich bin mir sicher, dass es ihm wie den meisten Ukrainern geht. Und wie lautet Ihre Antwort? Was meine Antwort auf seine Frage ist? Nun, wir werden auf jeden Fall gewinnen, denn wir haben keine Alternative. Aber ich kann Ihnen kein genaues Datum versprechen oder sagen. Und es spielt keine Rolle, ob es mein Kind, mein Sohn oder ein anderer Bürger der Ukraine ist. Wir müssen in dieser Sache und in allem anderen sehr offen und ehrlich mit unserer Gesellschaft sein. Zu Beginn der russischen Invasion vor 2 Jahren, ich war damals dabei, haben sie sich in Kiew geweigert, ins Ausland zu fliehen, mit den Worten, ich zitiere, ich brauche keine Mitfahrgelegenheit, ich brauche Munition. Würden Sie ein weiteres Angebot einer Mitfahrgelegenheit aus den USA ablehnen, um sich und Ihre Familie zu retten, wenn sich die Situation hier verschlechtern würde? Wenn die Situation noch schwieriger wird, als sie ohnehin schon war, ich bin mir nicht sicher, dass... Zunächst einmal ist diese Botschaft für alle gedacht und nicht nur für mich. Ich denke, die schwierigste Zeit liegt hinter uns. Das glaube ich auch. Das ist der erste Punkt. Die schlimmste Zeit liegt in der Vergangenheit. Aber es kann immer noch schlimmer werden. Ja, Sie haben recht. Niemand weiß, was morgen passieren wird. Und wir leben heute, wir kämpfen heute, wir leben in diesem Tag. Aber ich kann nicht und ich werde das nie tun. Ich kann mein Land nicht verlassen. Unter keinen Umständen? Unter keinen Umständen natürlich. Aber es ist klar, dass Sie immer noch auf der Todesliste von Putin stehen, dass Ihre Familie hier bedroht ist. Dass meine Familie ein Ziel ist? Ja, das sind sie. Viele Menschen sind in der Ukraine bedroht. Wir sind keine Ausnahme, obwohl es klar ist, dass ich persönlich ein Ziel von Putin bin. Das ist klar. Sie fordern seit langem mehr Luftabwehrsysteme wie Patriots und Langstreckenraketen wie Taurus. Fühlen Sie sich von Ihren westlichen Verbündeten im Stich gelassen? Sind Sie enttäuscht von Ihren westlichen Verbündeten? Ich würde nicht sagen, dass es eine Enttäuschung ist. Ich würde es nicht als Enttäuschung bezeichnen. Die Schlacht ist noch nicht vorbei und der Krieg ist auch noch nicht vorbei. Ich benutze immer Logik in meinen Schritten, in meinen Worten und Schlussfolgerungen. Das tue ich immer. Und ich verstehe einfach nicht die Logik dahinter, wenn zum Beispiel einer unserer Partner über Waffen verfügt, die die Ukraine heute zum Überleben braucht. Ich verstehe nicht, warum er sie uns nicht zur Verfügung stellen will. Und ich glaube nicht, dass zum Beispiel die Politik... Sprechen Sie von Taurus? Ja, ich spreche auch von Taurus. Das ist eines davon. Wir brauchen ATACMS, Taurus, wir brauchen F-16. Was haben Sie dem Bundeskanzler geantwortet, als er sagte, wir werden Ihnen die Taurus-Systeme nicht geben? Wir sprechen über dieses Thema. Ich denke, es ist ein sensibles Thema. Soweit ich weiß, ist der Bundeskanzler der Meinung, als Vertreter eines nicht-nuklearen Staates, dass dies die einzige Waffe ist, die Deutschland hat, die mächtigste Waffe. Er teilt mir mit, dass er sein Land nicht ohne eine solche mächtige Waffe lassen kann. Ich habe ein gutes Verhältnis zum Bundeskanzler. Und Sie glauben, das hängt mit der atomaren Bedrohung durch Russland zusammen? Er sagt ja, aber ich glaube auch nicht, dass es die Welt vor der nuklearen Bedrohung durch Russland retten wird.
Alle Raketen Taurus, ATACMS, F-16 werden keinen einzigen Menschen vor einem Atomschlag schützen. Wenn, Gott bewahre, ein Atomkrieg ausbricht. Ich denke, es geht mehr um die Gesellschaft eines jeweiligen Landes. Es ist sehr wichtig für die Menschen zu wissen, dass man etwas Besonderes hat, eine besondere Waffe. Und wenn es zu einem Krieg kommt, werden diese Waffen nützlich sein. Gleichzeitig schließt der französische Präsident Macron den Einsatz von NATO-Bodentruppen in der Ukraine nicht aus. Wie realistisch ist dieses Szenario für Sie derzeit? Würde es der Ukraine wesentlich helfen? Jede Art von Stärkung der Ukraine wird definitiv helfen. Das ist das Wichtigste. Wir verstehen, ob es sich um Waffen handelt oder um Ausbildungsmissionen, von denen Emmanuel mir erzählt hat. Oder um die Reparaturhubs für die Ausrüstung direkt in der Ukraine, damit sie nicht woanders hingeschickt werden müssen. Oder um Menschen an den Grenzen und so weiter. Jede Stärkung der Ukraine wird helfen. Neulich habe ich in einem Interview gesagt, ich kann nicht offen sagen, Truppen werden die Ukraine stärken. Ich kann niemanden hierher einladen, sonst könnten sich unsere Partner von mir abwenden und dann wird die Ukraine die Hilfe verlieren. Würde es Putin beeindrucken, wenn Macron oder andere Länder Truppen schicken würden? Würde das etwas ändern? Ich meine, für Putin spielt es keine Rolle, aus welchem Grund er neue Kriege beginnt. Wenn man eine Armee zur Unterstützung der Ukraine einsetzt, wird er sagen, das ist der Angriff der NATO gegen Russland. Wenn man das nicht tut, wird er in andere NATO-Länder gehen und in die baltischen Länder. Vielleicht wird er Angst haben und sich vor dem Baltikum noch Moldau oder Kasachstan vornehmen. Für ihn ist das die Idee. Die Welt muss verstehen, dass die Idee von Putin sehr primitiv ist. Das ist zum Thema Hilfe. Und mit all dieser Hilfe aus westlichen Ländern kann die Ukraine sich nicht nur verteidigen, sondern auch vorwärts gehen. Er hat versucht, die politische Unterstützung zu spalten, die Welt zu spalten. Er hat verloren. Es ist ihm nicht gelungen, die Welt zu spalten. Dann versuchte er es mit einer anderen Taktik, um die Welt zu spalten, sondern um die Unterstützung, die Waffenlieferung zu spalten. Wie kann man die Waffenlieferung spalten? Man kann dafür sorgen, dass die Ukraine nicht den ganzen Umfang an Munition bekommt. Das bedeutet, neue Kriege zu beginnen, irgendwo auszuhelfen. Deshalb habe ich gesagt, Moldau, Baltikum, Gott sei Dank wird es nicht so sein, aber Moldau, das Baltikum. Oder er denkt an eine Situation an der Grenze zu Weißrussland. Ähnliches kann man auch in Kasachstan machen und so weiter. Für ihn ist es also sehr wichtig, die Welt in Kriege zu verwickeln und die Munitionsmenge aufzuspalten. Wir sprechen darüber, was in den USA passiert, was für Sie sehr wichtig ist. Wir haben gerade darüber gesprochen, Sie haben dafür gewarnt, wie schlimm es hier in der Ukraine werden könnte, wenn keine Waffen mehr kommen. Und Sie haben zum ersten Mal von einer möglichen Niederlage gesprochen, wenn keine Waffen mehr kommen. Donald Trump wird nachgesagt, hinter dieser Blockade der Republikaner zu stehen. Haben Sie versucht, Donald Trump, den Sie persönlich kennen, anzurufen? Ich selbst habe ihn nicht angerufen. Wir haben ihn öffentlich in die Ukraine eingeladen. Und um ehrlich zu sein, nicht nur öffentlich. Wir haben die Botschaften und den Kontext durch geeignete Personen übermittelt. Wir haben gesagt, dass wir wollen, dass Donald Trump in die Ukraine kommt, alles mit eigenen Augen sieht und seine eigenen Schlüsse zieht. Ich bin auf jeden Fall bereit, ihn zu treffen und die Themen zu besprechen. Das ist ein sehr wichtiges Thema für uns. Was haben Sie von ihm und seinen Leuten gehört, als Sie sie eingeladen haben? Dass er will, aber er weiß nicht, wann er das tun kann. Trump sagte, er würde in die Ukraine kommen? Er hat gesagt, dass er will. Aber es gibt noch kein Datum. Ja. Aber Sie meinen, er sollte bald kommen, oder? Das hoffe ich.
Gleichzeitig berichtete die Washington Post, dass Trump, sollte er wieder Präsident werden, die Ukraine auffordern würde, Teile des Donbass und der Krim dauerhaft an Russland abzutreten und im Gegenzug den Krieg zu beenden. Wären Sie bereit, mit ihm über einen solchen Deal zu sprechen? Wenn der Deal ist, dass wir einfach unsere Territorien aufgeben, und das ist die Idee dahinter, dann ist das eine sehr primitive Idee. Ich glaube, wenn er wirklich eine Formel und einen Ansatz hat, wie man den Krieg schnell beenden kann, ich brauche sehr starke Argumente. Ich brauche keine fantastische Idee, sondern eine reale Idee. Denn es geht um Menschenleben. Da kann man nicht scherzen. Wir dürfen kein Risiko eingehen. Wir haben es mit Putin zu tun. Alles, was er bisher gesagt hat, hat er anders gemacht. Das heißt, wir können ihm nicht vertrauen. Ich meine, die Idee muss sein, Putin keinen Raum zu lassen, keinen Raum für seine Pläne, verstehen Sie? Er muss in eine Ecke gedrängt werden, damit er nicht improvisieren kann. Man kann sich auf alles Mögliche einigen. Die Frage ist, ob er sich an die Vereinbarung hält. Haben Sie noch Hoffnung, dass es ein Ja aus den USA zum Thema Geld gibt? Ja, natürlich. Wir arbeiten sehr intensiv daran. Sind Sie optimistisch? Ja, natürlich. Das muss ich auch sein. Sie glauben also immer noch, dass diese Hilfe kommen wird? Diejenigen, die gegen weitere Hilfen sind, würden so argumentieren. Russland hat in den Kriegsmodus umgeschaltet. Es hat mehr Soldaten. Es ist eine Atommacht, die nicht zu besiegen sei. So hörte man es in den USA, so hört man es auch in Europa. Was ist Ihre Antwort an Ihr Volk? Erstens ist der Einsatz von Atomwaffen ein großes Thema. An die Menschen, die eine andere Meinung haben als die Mehrheit des Kongresses oder, sagen wir, ihre Vertreter. Wenn sie denken, dass wir einen Teil unseres Landes aufgeben sollten, weil der Gegner Atomwaffen hat, dann sollten sie verstehen, dass nach uns andere Länder kommen werden, NATO-Länder, die keine Atomwaffen haben. Und das deutet darauf hin, dass es einen nuklearen Weltkrieg mit dem Einsatz von Atomwaffen geben wird. Deshalb würde ich nicht bis zum letzten Schritt gehen, was den Einsatz von Atomwaffen betrifft. Ich würde von dem realen Krieg ausgehen, in dem Russland die Ukraine angegriffen hat. Ja, die haben mehr Einwohner, aber wir sind auch kein Land mit 2 oder 3 Millionen Menschen. Wir sind ein Land mit 40 Millionen Einwohnern. Wir sind auch ein großes Land. Der zweite Punkt, wie dieser Krieg zeigt, ist es uns gelungen, sie am Anfang des Krieges abzuwehren und dann Fortschritte zu machen. Ja, sie haben mehr Truppen, mehr Waffen, aber die moderneren Waffen hat der Vereinte Westen. Wenn wir also bestimmte relevante Technologien haben und die Produktion einiger dieser Technologien steigern können, werden wir das tun. Wenn wir die Lizenzen von unseren Partnern bekommen, sowohl aus den USA als auch aus den EU-Ländern, es geht nicht um Quantität, es geht um die Qualität der Waffen. Zwei republikanische Juristen haben kürzlich behauptet, dass russische Propaganda den US-Kongress infiltriert hat. Glauben Sie, dass dies der Fall ist? Russland hat einen großen Einfluss. Und das liegt nicht nur daran, dass sie Absprachen mit einem Teil des Kongresses haben. Sie haben überall ihre Lobby. In den USA, in der EU, in Großbritannien, in Lateinamerika, in Afrika. Wenn wir über die Hilfe des Kongresses sprechen, sollten wir darauf achten, wie sie mit der US-Gesellschaft zusammenarbeiten. Sie pushen ihre Narrativen durch die Medien. Das sind keine russischen Bürger oder Menschen aus Russland. Nein, das sind Vertreter bestimmter Mediengruppen, Bürger der Vereinigten Staaten. Sie sind diejenigen, die in den Medien mit den entsprechenden, manchmal pro-russischen Botschaften auftreten. Das ist ein sehr großer Einfluss Russlands auf den Informationsbereich in der Welt. All diese Diskussionen über Verhandlungen, über das Ende des Krieges, über das Einfrieren finden auch in Deutschland statt. Und ich zitiere einen Fraktionsvorsitzenden der SPD, der Partei von Olaf Scholz, Herrn Mützenich. Er sprach von einem Einfrieren des Krieges als Vorstufe zu einem Waffenstillstand. Und es sieht so aus, als genieße Olaf Scholz in gewisser Weise auch die Rolle eines möglichen Friedenskanzlers. Wie sehr beunruhigt Sie das? Friedenskanzler, das wird nicht funktionieren. Er wird kein Friedenskanzler sein, wenn wir den Krieg einfrieren.
So war es mit Minsk. Der Krieg ist nicht eingefroren worden. Überall dort, wo der Konflikt eingefroren wurde, endete er mit einer langsamen Fortsetzung der Besatzung. Das kann mit Waffen geschehen oder mit einer politischen Fortsetzung der Besatzung. Das ist das Wichtigste, dass dein Land sich nicht entwickeln kann. So dass du, wenn schon nicht den heißen Krieg, so doch zumindest einen schwelenden Krieg hast. Niemand wird dann in dein Land investieren. Eine Zeit lang wird ein Teil der Menschen froh sein. Die Welt wird sagen, seht her, es ist uns gelungen, den Konflikt einzufrieren. Es fliegen keine Raketen mehr. Das wird so lange dauern, bis Russland die Produktion beschleunigt und seine Vorräte an Technologie, Raketen und Drohnen weiter aufstockt. Bis alle Fehler, mit denen sie zu Beginn der Invasion zu uns gekommen sind, behoben sind. Und wenn sie wieder bereit sind, werden sie uns unser neues Leben anbieten. Vergesst die Europäische Union, die NATO. Wenn ihr euch entwickeln wollt, zeigen wir euch wie. Es wird sein wie mit Belarus, einem verbündeten Staat. Ein eingefrorener Konflikt ist also wie eine Pause, wie in einem Film. Aber es ist kein Film, es ist die Realität. Es ist nur eine Pause, aber es ist eine Pause für Putin. Aber was ist der Ausweg, Herr Präsident? Glauben Sie wirklich, dass die Ukraine in der Lage ist, den Donbass, Luhansk und die Krim zurückzuerobern? Ich meine, letztes Jahr ist eine Gegenoffensive der Ukraine gescheitert. Jetzt bekommt man nicht genug Waffen, es fehlen die Soldaten. Wie können Sie also dieses riesige Gebiet zurückerobern? Erstens haben wir nicht verloren. Die Gegenoffensive im letzten Jahr war nicht so erfolgreich. Es stimmt, wir haben nicht das gewünschte Ergebnis erzielt. Sie haben recht, dafür gibt es viele Gründe. Einiges lag an uns, aber die Truppen waren auch nicht ausreichend ausgerüstet. Ein dritter Grund, die Russen wussten, wo wir angreifen. Woher wussten sie das? Woher sie diese Informationen hatten, das kann ich nicht sagen. Die Geschichte wird es klären. Aber es gibt auch Positives, zum Beispiel, was wir im Schwarzen Meer erreicht haben. Das war positiv. Wir haben im Schwarzen Meer einen alternativen Getreidekorridor geschaffen und viele Einheiten der russischen Flotte vernichtet. Ist das alles ein durchschlagender Erfolg? Einerseits nicht, andererseits hat die Ukraine durchgehalten. Das ist ein großer Erfolg. Wie soll ich die Frage beantworten, ob wir alle Gebiete befreien werden? Hybride Kriegsführung bedeutet hybriden Sieg. Das heißt nicht, dass wir die Gebiete nur mit der Waffe in der Hand befreien können. Gibt es dafür einen Plan, einen neuen Plan? Ja, wir haben einen Plan für die Gegenoffensive. Und diese Gegenoffensive muss Ergebnisse bringen. Nach diesen Ergebnissen, wenn die russischen Truppen die Gebiete nicht halten können, werden sie sich zurückziehen. Parallel dazu muss die Diplomatie aktiv werden und Druck auf Putin ausüben. Auf dem Friedensgipfel, den wir organisieren werden, müssen wir eine Lösung für jede Krise finden, die Putin verursacht hat. Meiner Meinung nach müssen wir parallel handeln. Wir müssen zeigen, dass Putin mit Krieg nichts mehr erreichen kann. Gleichzeitig müssen wir ihn politisch unter Druck setzen, damit er den Krieg beendet und es einen gerechten Frieden für die Ukraine gibt. Wie sollen diese Ergebnisse aussehen? Werden Sie dieses Jahr zum Beispiel die Kertschbrücke zerstören? Wir wollen das sehr. Es geht nicht nur um die Brücke von Kertsch, die in aller Munde ist. Es geht um einige Infrastrukturobjekte, die ein militärisches Ziel darstellen. Es geht um Brücken, um Flughäfen, von denen aus Flugzeuge starten. Es gibt Brücken, über die Waffen geliefert werden. Flughäfen, von denen aus Flugzeuge starten, die uns bombardieren. Das sind legitime Ziele. Erst recht, wenn sie in den vorübergehend besetzten Gebieten der Ukraine liegen. Wenn ich Ihnen meinen persönlichen Eindruck schildern darf. Ich war in den letzten Jahren öfter in der Ukraine als in Deutschland oder sonst wo. Ich habe viele Monate mit unserem Team hier verbracht, viele Menschen getroffen und viel berichtet. Aber ich habe das Gefühl, dass es immer mehr Menschen gibt, die pessimistisch sind, was die Rückeroberung des gesamten Territoriums angeht. Ich verstehe. Mein Gefühl ist, dass viele Ukrainer nicht mehr daran glauben, dass man die ganze Ukraine zurückerobern wird.
Das ist das Ziel, das ist die Gerechtigkeit, unser gesamtes Gebiet zurückzuerobern. Wie ich schon sagte, ich denke, es ist noch ein langer Weg bis dahin. Ich will nicht zu optimistisch sein. Ich muss sehr realistisch sein. Wenn es darum geht, die unabhängige Ukraine zu retten, die demokratische Ukraine, die ein Teil Europas oder der zukünftigen EU ist, die Ukraine als Nation, da müssen wir unsere Unabhängigkeit zurückgewinnen. Es geht nicht nur um Gebiete, es geht auch darum, Bedingungen zu schaffen, unter denen die Menschen zurückkehren können. Das bedeutet auch, dass alle Investoren und Unternehmen in der Lage sein müssen, an die Ukraine, an ihre Zukunft zu glauben, ohne eingefrorene Konflikte. Herr Präsident, wenn das nicht funktionieren sollte, wenn eine weitere Gegenoffensive fehlschlägt und Sie das Land nicht zurückerobern können, wann wäre es dann für Sie an der Zeit, sich mit Wladimir Putin zusammenzusetzen und zu verhandeln? Wir haben einen sehr konkreten 10-Punkte-Plan für diplomatische Verhandlungen ausgearbeitet, der auf dem Friedensgipfel basieren soll. Der erste Friedensgipfel wird in der Schweiz stattfinden. Aber ohne Russland? Natürlich ohne Russland, denn wir brauchen sie dort nicht, damit sie Dinge blockieren. Aber wie kann man verhandeln, wenn sie nicht mit am Tisch sitzen? Ich werde es Ihnen sagen. Wir werden einen Plan vorbereiten und ich denke, dass einige der Punkte fertig sein werden, mit echten Details, was zu tun ist. Sogar schon während des ersten Gipfels, und zwar gemeinsam mit den meisten Ländern der Welt. Danach werden wir den vollständigen Plan ausarbeiten und natürlich werden einige Unterhändler, einige Vertreter der Kontinente diesen Plan den russischen Vertretern vorlegen, aber erst dann, wenn wir eine gemeinsame Meinung haben. Die gemeinsame Meinung der Länder, die wirklich Frieden wollen, nicht nur reden, sondern wirklich Frieden. In den vergangenen Monaten haben Sie immer gesagt, dass Sie sich niemals mit Wladimir Putin zusammensetzen werden. Seit der Krieg begonnen hat, haben Sie gesagt, dass Sie sich auf keinen Fall mit ihnen an einen Tisch setzen werden. Weil er ein Mörder ist, er hat eine Menge unserer Leute getötet. Wenn es darum geht, auf der Plattform des Friedensgipfels zu verhandeln, denke ich, dass wir eine Infrastruktur finden werden, gewisse Möglichkeiten mit einigen Vertretern zu verhandeln, mit dem einen oder dem anderen. Es gibt nicht nur das Problem mit den Waffen an der Front, sondern auch das Problem mit der Mobilisierung. Ich habe mit Soldaten an der Front gesprochen. Wir haben viele Stellungen in Avdiivka und Bachmut besucht. Und sie sagen uns, wir sind seit 2 Jahren oder schon länger hier. Wie ist es möglich, dass die Menschen in Kiew oder in Lviv ihr Leben genießen und nicht an der Front sind? Kann man Menschen dazu zwingen, an die Front zu gehen? Nein, es geht nicht um den Zwang. Das ist nicht das richtige Wort. Ich meine, wir haben die Mobilmachung seit den ersten Tagen des Krieges. Und natürlich verlängert das Parlament die Mobilisierung alle 3 Monate. Es gibt eine Gesetzesänderung, die jetzt durch das Parlament gehen. Und ich denke, dass das Parlament für diese Änderung stimmen wird. Natürlich gibt es Soldaten, die vom ersten Tag an dabei sind. Ich bin ihnen sehr, sehr dankbar, das sind wir alle. Sie sind Helden, seit den ersten Tagen an der Front und natürlich sind einige von ihnen erschöpft. Aber wir müssen auch die Situation mit Russland betrachten, wo sie beschlossen haben, 300.000 weitere Menschen einzuberufen. Wie viele werden Sie mobilisieren? Wie viele brauchen Sie zur Verteidigung? Gleichzeitig haben Sie gesagt, Sie wollen eine Gegenoffensive organisieren. Ich werde nicht öffentlich sagen, wie viele es sein werden, aber es wird genug sein, um unser Land zu verteidigen. Herr Präsident, Politico hat letzten Herbst berichtet, dass die Biden-Administration in privaten Strategiepapieren ernsthafte Bedenken über die Korruption in der Ukraine geäußert hat. Liegt die Biden-Administration falsch und haben Sie Maßnahmen ergriffen, um sie zu beruhigen? Ja, wissen Sie, das ist so ein Narrativ. Alle, die tief in die Haushaltsprozesse involviert sind, verstehen, dass es keine Korruptionsrisiken mit amerikanischen Geldern gab.
Zunächst einmal sind mehr als 70% der von den Vereinigten Staaten, von Amerika bereitgestellten Gelder nicht bei uns angekommen. Sie kamen in Form von Waffen zu uns. Sie blieben alle in der amerikanischen Produktion und manchmal in einigen Produktionszweigen in Europa. Wir hätten dieses Geld sehr gerne in unserer Produktion eingesetzt, aber wir hatten und haben keine solche Möglichkeit. Das ist die erste Geschichte. Die zweite Geschichte ist, dass wenn wir über unser Geld, den ukrainischen Haushalt sprechen, ich Ihnen sagen möchte, dass der gesamte ukrainische Haushalt an das Verteidigungsministerium übertragen wurde, seit die Wertschowna Rada über den Haushalt abgestimmt hat. Seit 2 Jahren des Krieges geht er an das Verteidigungsministerium. Wir haben quasi gar keinen Haushalt. Wir haben Spenden, die Hilfe, die wir für die Wiederherstellung bestimmter Infrastrukturprojekte verwenden. Wir haben lokale Gelder, die den Gemeinden zur Verfügung stehen und die sie vor allem für Infrastrukturprojekte ausgeben. Wir haben einen bestimmten Fonds zum Schutz der Energiesysteme, der Stromversorgung. Und das sind auch eine Menge an Hilfsgeldern. Und für alles andere ist das Verteidigungsministerium zuständig. Und das Verteidigungsministerium hat im Moment sogar mehr Geld, als unser Haushalt beträgt. Und warum? Wir haben in Kriegszeiten ein Haushaltsdefizit, weil das Verteidigungsministerium mehr Geld hat als unser Staatshaushalt. Und das Geld des Verteidigungsministeriums besteht jetzt ausschließlich aus den Gehältern unseres Militärs. Das ist also die Antwort auf diese Frage. Die allerletzte Frage, Herr Präsident. Sie sind jetzt seit fast 5 Jahren an der Macht. Ich erinnere mich daran, wie Sie im Mai 2019 gewählt wurden. Jetzt in Zeiten des Krieges wird es dieses Jahr wahrscheinlich keine Wahl geben. Wie werden Sie sich nach dem Mai 2024 nennen? Immer noch Präsident der Ukraine? Oder wie würden Sie sich selbst nennen? Und wann werden die Wahlen stattfinden? Das Wichtigste ist, dass ich immer noch ein Ukrainer bin. Ich denke, das ist das Wichtigste. Und was die Präsidentschaft angeht, wenn wir in der Lage sind, es geht darum, wann wir das Gesetz ändern können. Denn heute, ich denke, Sie verstehen unser Gesetz, können wir das während des Krieges nicht tun. Ich müsste also das Kriegsrecht aufheben. Um die Wahlen heute zu organisieren, müssen wir unsere Gesetzgebung ändern. Unsere Kriegsrechtsgesetzgebung. Das ist heute sehr schwer durchführbar. Es ist praktisch unmöglich. Denn während der Herrschaft des Kriegsrechts sind rechtlich keine Wahlen möglich. Also müssen wir entweder die Gesetzgebung ändern oder das Kriegsrecht abschaffen. Wenn wir das Kriegsrecht abschaffen, dann, das sollten Sie verstehen, wird es unmöglich, unser Land zu verteidigen. Das ist ein großes Risiko. Das ist im Grunde der Kern der Sache. Vielen Dank, Herr Präsident, für Ihre Zeit. Ich danke Ihnen.